Hallo, ihr Pizzarand, knabbern Leckermäulchen mit einer Affinität für das Kriminelle. Wir sind wieder in der Industrial Street unterwegs und ich sehe gerade, wir haben mitten am Tag. Das muss ich dringend ändern. Denn gefühlt ist es hier deutlich leichter, nachts in Häuser einzubrechen. Also von daher machen wir hier mal ein kurzes Häuschen. Und wir schlafen mal bis 23 Uhr. Das hat sich als gut erwiesen. Und dann schauen wir mal, was wir heute ausnehmen können. So, sehr schön. Blöd, dass man nach dem Schlafen das Auto immer verlassen muss, dann wieder einsteigen, dann wieder weiterfahren. Aber so ist das. So, hier links die beiden hatten wir schon. Hier bei der Motorradgang habe ich es versucht. Das ist so ein heikles Thema. Tja, ist die Frage, was ist da jetzt noch los? Wir können ja mal gucken, ob wir hier die Routine von dem netten Herrn da klauen können. Jo, es ist vollständig alle Leute da. Das könnte schwierig werden. Andererseits könnte es auch spannend werden. Vielleicht versuchen wir das. Machen wir mal hier hinten rum rein. So ist schlecht. So komme ich nicht. So ist gut. So ist sehr gut. Das Tor auf, da kommt ein Kontrollierter hier rein. Wir wollen auf jeden Fall nach oben. Verdammt, ich brauche die Routine von dem Typ. Mann! Ohne die Routine komme ich nicht weit. Geht's hier nicht drüber? Warum komme ich hier nicht weiter? Okay, 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 okay. Wir haben es geschafft. Wir sind hier hochgekommen. Dass es hier was geben möge. Gäben möge. Okay, ein Tresor. Nein, verdreht. Smaragde, Smaragde, noch mehr Smaragde und Cashmech. Aber das sind nur 15er Stapel. Oh, ich dachte, das wäre mehr. Naja gut, immerhin. Haben oder nicht haben, das ist die Devise. Vielleicht mache ich mal die Tür zu. Nicht, dass ich schon wieder daran scheitere, dass hier eine Tür offen steht. Nix und vielfach nix. $2000 Uhr. Tablet, okay. Nee, das alte Radio, da bin ich zu stolz für. Ich bin mittlerweile ein ehrenhafter Einbrecher. Ich nehme nicht mehr jeden Scheiß mit wie am Anfang. Aha.
1600 Dollar. Software, Software. Okay. Noch ein Tresor. Noch ein Tresor. Bald die Morgendämmerung, ich muss aufpassen. Oh, oh. Das ist alles. Wofür habt ihr den Tresor? Mann, ey. 500 Dollar Lampe, du kommst mit. Wenn die Chance ist, ja, die Uhr kommt auch mit. Dann kann man hier, Schubladen kann man hier nicht aufmachen. Ja, Handy, Laptop. Was? Da vorne war noch eine Kommode, da war noch irgendwas drin. Playsee. Die gute alte Playsee, immer am Start. So. Oh, die Uhr. Nein, mein Inventar ist voll. Warum habe ich die Playsee mitgenommen? Die Uhr wäre viel besser gewesen. Warte mal. Inventar. Was ist denn hier? Die X-Cube. Die zwei Gamepads. Fallen lassen. Noch ein Gamepad fallen lassen. Ja, gucken wir mal, ob 4 Kilo reicht. Ja, die hat nur 3 Kilo. Optimal, das war der bessere Deal. Drüben ist auch noch offensichtlich ein bisschen was drin, das sich lohnt. Hallo, Typ. Frage ist, wie hier runterkommen und wie hier rauskommen. Runter komme ich im Zweifel ganz leicht, aber wie komme ich dann raus? Wie geht das Tor auf? Oh, da ist dieser Bewachungsheini drin. Langeweile. Schnell mal dran vorbei. Unten steht auch einer von den Typen. Wir wollen nicht hier hochkommen. Okay. Kann ich hier drüben über den Zaun hüpfen? Hin? Ne, ich lande doch niemals da über dem Zaun, oder? Wenn ich da jetzt rüber renne. Sieht irgendwas, aber nicht, dass ich über den Zaun springe. Okay, da geht die Treppe hoch. Ich muss. Ja! Das hat funktioniert. Oh mein Gott, das war so knapp. Oh, war das knapp. Nein! Warum? Warum die Polizei? Bitte, ich muss nur über die grüne Linie, bevor die mein Auto finden. Wo ist die grüne Linie? Da vorne kommt sie, da vorne kommt sie, da vorne kommt sie. Bitte schnell, 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 schnell. Komm, hinter dem Hügel, bitte nicht mein Auto finden, bitte nicht. Ja. Nach Hause. Erstmal nach Hause. Nach Hause, nach Hause, nach Hause. Bam. Seht ihr, was wir schon wieder alles eingedingst haben, eingesackt haben? Heimlichkeit, okay, die hat ein bisschen gelitten. Come back. Guck mal, ich habe hier für dich, ja, die Statue willst du wieder nicht, ich weiß. Ich hätte hier aber so Schmuck. Yep. Yep. Laptop. Handy. Handy. Laptop. Konsole. Uhr. Noch eine Uhr. Eine Lampe. Software. Software. Projektor.
Smartphone beschädigt. Goldene Uhr. Und Smart-Armband. So, wenn ihr noch nicht reingeschrieben habt in die Kommentare, wie viel Geld wir gemacht haben, dann ist es jetzt der richtige Zeitpunkt, denn jetzt klicke ich auf Schließen und dann werden wir den neuen Kontostand sehen. Wir haben 89.072 Dollar, wenn ich jetzt abziehe, was wir vorher hatten. Sekunde, wir hatten 89.072 haben wir jetzt und wir hatten vorher minus 68.965. Dann haben wir, naja, 20.107 Dollar gemacht. Immerhin. Immerhin. Ah, die sitzt auf ihm drauf. Seht ihr das? FSK 18, schnell weg. So. Auf zur Vordertür. Sollen die beiden da oben im Schlafzimmer abhängen? Stören die mich nicht. Fußgänger sind gerade keine hier. Oh, die gehen runter. Die gehen runter. Wo gehen die hin? Warte mal, warte mal, warte mal, warte mal. Abbrechen. Wo gehen die hin? Achso, die gehen einfach in ein anderes Zimmer. Okay. Bam, das lief ja mal reibungslos hier. Jetzt möchte ich erstmal, in der Hoffnung, dass sie das nicht mitkriegen, hier schon mal das Garagentor, das Gartentor öffnen. So, bitte bleibt noch da oben. Ich will euch gar nichts Böses. Ich will euch auch gar nichts wegnehmen, außer euer Auto. Und das ist versichert, also stressfrei. Jetzt müssen wir erstmal hier die Alarmanlage ausschalten. Wir haben es geschafft. Dann wollen wir hier die Garage öffnen. Komm schon. Komm schon. Jawohl. Dann steigen wir ein in unser schickes Auto. Keine Ahnung, was das sein soll. Und mitten am helllichten Tag haben wir das Auto geklaut und es hat keine Ohr. Nicht den Fußgängerplatz fahren. Oh, nicht die Fußgängerplatz fahren. Mitten am Tag haben wir das Auto geklaut und es hat keiner gemerkt. Es hat keiner gemerkt. Bam! Ich werde immer besser. Dank der Tipps von Ryloxy und euch anderen, was ihr mir immer in die Kommentare schreibt. Das ist... Ah, ein Asian Cougar ist das. Okay. Hier steht er. Und den packen wir jetzt in die Halle. Hoppala. Da, das alte Gerippe ist weg. Das steht draußen auf Steinen. Und da haben wir das neue moderne Auto zum Ausschlachten. Jawohl, jawohl, jawohl. Sehr schön. Das letzte Auto hat übrigens um die 20.000 Dollar gebracht, nachdem ich es zerlegt hatte. Ich habe euch ja bewusst das Zerlegen erspart. Und habe gesagt, ich zerlege das off-Video. Nicht off-Stream, off-Video. Damit ihr nicht die ganze Zeit zugucken müsst, damit es nicht so langweilig wird. Und so ähnlich werde ich das hier auch wieder machen. Ich nehme nur gerade mal 2-3 Teile ab. Und dann würde ich sagen, war es das auch für heute, ihr Lieben. Wir sehen uns in der nächsten Folge Thief Simulator wieder. Und wo wir dann einbrechen, tja, das sehen wir dann. Ich hoffe, dass ich mit den Autoteilen genug Geld zusammenkriege für den großen Hacker-Laptop, damit wir auch in das ganz, ganz schwierige Haus einbrechen können. Aber das wird sich zeigen. Von daher, haut rein, macht's gut, schaltet wieder ein, schreibt mal was in die Kommentare. Ich habe viel zu wenig Kommentare und ich lese die so gerne. Also von daher immer reinschreiben, Kanal abonnieren, Glocke anschalten und bis demnächst, euer Rouge, haut rein, ciao.